Hallo ihr Lieben, ich habe gerade Post bekommen und zwar von Diamond Art Gift. Diesmal ist kein Bild dabei, sondern was anderes. Das zeige ich euch gleich. Hier müssten noch Aufsätze drin sein. Genau, also zuerst einmal habe ich mir nochmal Aufsätze bestellt, weil ja, es gibt ja Aufsätze in Rose Gold, in Gold, in Silber und halt in diesen Regenbogenfarben. Genau, und da fehlte mir jetzt noch der Fünfer und der Dreier in Regenbogenfarben und halt hier in einer. Ich finde, die sehen toll aus, weil die sind so matt und haben halt ja eben diesen Regenbogeneffekt, ne? Voll schön. Genau. Ja, da habe ich, wie gesagt, den Einer, den Fünfer und halt hier noch ein Dreier. Dann habe ich mir Sticker bestellt. Und zwar diese. Kann man mal hier liegen lassen. Ich bin ja irgendwie so ein Diamond Painting Sticker Fanatiker. Was ein langes Wort. Und habe da ja schon einige in meiner Sammlung im Album. Ich finde, das sieht eben auch schön aus in so einem Album. Und jetzt zeige ich euch mal. Da habe ich mir auch wieder diese ultra süßen gekauft oder ausgesucht. So. Guckt mal. Total niedlich. Sind auch wieder so Kawaii-Sticker. Das sind auch wieder zwei Sheets, 13x18. Perfekt für das Album und einfach mal total süß. Gucken mal. Ja, ich mache gerade aktuell so viele Bilder. Ich muss demnächst echt mal ein paar Sticker painten. Da habe ich nicht Lust drauf. Hier haben wir die Steinchen, auch wunderschöne Farben und natürlich das Toolkit. So. Und dann habe ich mir noch Sticker für Döschen bzw. für Tütchen bestellt, weil ich habe ja mir so ein Planner oder Ordner bestellt. Das hatte ich euch auch vorgestellt mit so Hüllen drin, wo dann halt kleine Tütchen reinkommen mit Steinchen, mit Reststeinchen. Genau, und die Tütchen möchte ich dann halt hier kennzeichnen und da fand ich die Sticker hier ganz schön. Da sind, glaube ich, auch mehrere Sheets. Moment, genau. Zeige ich euch mal. Die sind echt super. Nur wenn man halt Reststeinchen sammelt. Oh, es ist so laut hier gerade. Sorry, ich habe Fenster auf. Guckt, da haben wir einmal die Zahlensticker. Könnte ich mir im Grunde auch selbst machen mit dem Plotter, aber ich fand die jetzt hier ganz nice. Und das Tolle daran ist, das seht ihr ja, das sind jetzt hier die, also hier haben wir einen ganz normalen Stickerbogen mit Buchstaben oder eben hier mit Zahlen 1 bis 99. Und hier haben wir die MC-Nummern und das Tolle daran ist, dass wir hier die Farben haben, ne? Also die DMC-Nummer passend zu der Farbe, was das Steinchen oder die das Steinchen hat. Mein Gott, ihr wisst, was ich meine, ne? Ne? Hier zum Beispiel die 907 ist dann halt grün oder 973 ist gelb. Genau, finde ich sehr, sehr nice. Gucken, ob ich jetzt hier auf die Schnelle mal die 310 finde, weil das müsste ja schwarz sein. 310 ist doch schwarz. Da haben wir es. 310. Genau, sehr, sehr nice. Und sehr praktisch. Und davon habe ich mir dann gleich zwei geholt. Weil, ja, sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Das war's auch, meine Lieben. Wie gesagt, diesmal kein Bild, sondern ja, ein bisschen Zubehör oder Tools oder wie man auch immer sagt. Wobei Sticker sind ja auch zum Painten. Und ja, ich freue mich total, weil jetzt kann ich nämlich mal langsam anfangen. Ich habe nämlich jetzt auf die Sticker gewartet. Jetzt kann ich nämlich mal anfangen. Das werde ich sicher im TikTok zeigen.
kann ich nämlich mal langsam anfangen, die Sticker einzusortieren. Die Sticker, Mensch. Oh, sorry, ich bin heute so ein bisschen neben der Spur, ne? Die Steinchen, die Reststeinchen, und kann mir dann das alles schön beschriften. Genau. So, meine Lieben, ich verlinke euch wie alles in die... Sorry, ich bin heute noch nicht richtig beieinander. Ich verlinke euch wie immer alles in die Videobeschreibung oder in der Videobeschreibung. Boah, hallo? Also erstmal sorry für dieses chaotische Video, es ist ja Wahnsinn. Ich bin irgendwie noch nicht so im Redefluss, wie man merkt. Also ich verlinke euch alles in die Videobeschreibung und... Ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung. In die Videobeschreibung. Was laber ich denn da? Wir lassen es heute. Ich halte heute mal irgendwie den Mund. Habt ein wunderschönes Wochenende, meine Lieben, und bis zum nächsten Video. Ciao.